Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Tom. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich habe mir am Anfang des Spiels erhofft, in den ersten 20 Minuten erstmal kein Gegentor zu bekommen. Also das war erstmal das, was ich mir gewünscht hatte. Dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann das erste Tor kam. Ich glaube 22., 23. Ja. Meiner Meinung nach ein Tor, was jetzt nicht hätte sein müssen. Ich verstehe nicht, warum wir da ehrlich gesagt den Ball einfach nicht mal nach vorne hauen. Und ja, dann im Laufe des Spiels, die erste Halbzeit, muss ich sagen, war echt nicht schlecht. Aber wir haben, wie gesagt, Tore bekommen, die halt nicht sein hätten müssen. Elfmeter, ich habe es nicht so richtig gesehen, aber alle haben eigentlich gesagt, ist klarer Elfmeter. Aber ja, zweite Halbzeit, wir haben uns gute Chancen herausgespielt, muss man sagen. Aber wir wollen den Ball halt immer ins Tor tragen. Und das ist halt das, was mich immer so ein bisschen ärgert, wie jetzt zum Beispiel Simon Engelmann. Ja. Der ist durch den 16er, konnte er quer durchlaufen, ganz alleine. Und ich verstehe nicht, warum er dann einfach draufzieht. Mhm. Mein Gott, was soll schief gehen? Er steht alleine vorm Tor. Und ja, dann vertändelt er wieder den Ball. Und dadurch verliert man halt so welche Spiele. Und ja, das ist natürlich am Ende sehr, sehr ärgerlich. Hast du eine offensive Spielidee gesehen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Weil du gerade sagst, wir haben uns viele Torchancen herausgespielt. Das sehe ich zum Beispiel nicht so. Wo hast du es gesehen? Ja, also wir haben sehr viel über die Seiten gespielt und dann kam der Ball halt rein. So, und aber wie gesagt, das ist halt das, was mich ärgert. Wir haben dann einfach die paar Chancen, die wir hatten, einfach nicht genutzt. Und dadurch verliert man halt am Ende so Spiele, ne? Und das ist natürlich gegen Viktoria Köln nicht nötig gewesen. Wie schaust du jetzt auf Dortmund? Dortmund ist ja auch eine Mannschaft, die hinten sehr gut steht, muss man einfach sagen. Und es wird sehr schwer, aber wir müssen auf jeden Fall unsere Chancen nutzen, die wir haben. Und wir müssen halt nicht so viel Platz im Mittelfeld zulassen. Was mir auch nochmal aufgefallen ist, das darf gegen Dortmund nicht passieren. Ja, wir haben jetzt 11 Gegentore nach 3 Spieltagen. Hast du da einen Kommentar zu? Ja, schrecklich. Also Stellungsspiel, muss ich auch echt sagen, in der Abwehr und im Mittelfeld miserabel. Und ja, aber die Saison geht weiter und wir werden es schaffen. Also super, ich danke dir, Tom. Wir sind RWE!